Du glaubst, ein Kühlschrank ist ein recht emotionsloses Gerät? Dann lass dich in diesem Video überraschen, mit welchen cleveren Ideen ein Kühlschrank deine Emotionen wecken kann. Bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, und zu einer guten Küche gehört natürlich auch ein gutes Kühlgerät. Ohne das Kühlgerät keine frischen Lebensmittel, beziehungsweise wenn man die Lebensmittel etwas aufbewahren möchte. Wir sind für euch nach Herford gefahren, sind hier im Bora Flagship Store und ja, schauen uns mal an, welche Kühlgeräte Bora für uns bereithält. Und hier schon, wie im Intro erwähnt, werdet ihr überrascht sein, mit welchen cleveren Ideen Bora hier Emotionen weckt bezüglich eines Kühlgerätes. Wir werden gleich mal beginnen hier mit einem Gerät, einer Kühl-Gefrier-Kombination. Das Ganze 1,78 Meter groß von der Nischenhöhe her. Wir haben einen Kühlteil, wir haben einen Gefrierteil und ihr seht schon, dass das Gerät rein farbtechnisch ganz anders konzipiert ist, aber es bleibt da hier nicht nur bei der Farbe. Denn wir haben hier auch unterschiedliche Materialien verbaut. Zum einen hier, diese Reling ist nicht aus Kunststoff wie bei den meisten Kühlgeräten, sondern aus Metall. Wir haben Kunststoffschalen, wir haben Glasablagen. Die Glasablagen hier wunderschön in Schwarz eingefärbt, also passend im Bora-Style und das Ganze ohne Kunststoffkante, denn diese Einlegeböden aus Glas kann man wunderbar rausnehmen, sauber machen, reinigen, ohne diese Schmutzkante, die sonst immer hier zu sehen ist. Das Ganze natürlich super ausgeleuchtet mit der seitlichen Beleuchtung links und rechts, Beleuchtung hinten und dann halt auch nochmal an der Umlufteinheit auch nochmal die Beleuchtung und bei der Umlufteinheit, wir sind ja hier beim Bora, haben natürlich auch einen speziellen Filter sitzen, damit die Luft im Kühlschrank auch immer ordentlich gereinigt ist. Ja, unten eine Silikonmatte, wo wir natürlich Glasflaschen etc. ablegen können und unten haben wir hier nochmal die 0 Grad Zone und hier sehr gut, man kann problemlos die Behälter rausnehmen zum Bestücken. Und natürlich dann halt auch zum Reinigen und die Schübe sind auch nochmal an der Stelle gedämpft. Ja, gehen wir runter zum Frostbereich. Hier natürlich die Beleuchtung und wie ich finde, hier ein kleines Highlight, denn wir haben hier ein Gerät mit Festwasseranschluss und einem Eiswürfelzubereiter und das Ganze dann auch wieder entsprechend farblich abgestimmt. Die Kühlgeräte von Bora bekommt ihr in verschiedenen Ausstattungsmerkmalen bzw. ja, verschiedenen Ausstattungen. Wir haben hier jetzt eben die Standardvariante gesehen, die Variante Good und es gibt dann noch die Variante Better und Best. Dafür dann die cleveren Details und Accessoires. Ja, dann wollen wir uns doch mal anschauen, was jetzt in der Variante Best alles mit enthalten ist. Wir haben hier in der Tür das Element zum Einhängen von verschiedenen Dingen. Sensationell für die Tuben, die ja sonst im Kühlschrank immer irgendwo rumgeistern und im Weg liegen, können hier eingehangen werden oder halt der geräucherte Käse, die Wurst kann ja auch im Kühlschrank direkt abgehangen werden. Wir haben hier verschiedene Ausstattungsmerkmale, gummierte Matten. Wir haben die Dosen, die natürlich auch wunderbar genutzt werden können, nicht nur im Kühlschrank, sondern dann halt auch im Gefrierschrank. Und mein persönliches absolutes Highlight ist die Käseplatte. Denn hier kann man schon wunderbar den Käse drapieren. Man hat die Abdeckung also passend in der Farbe und natürlich das Ganze auch clever gelöst. Gucken wir, dass wir das ein Stück weit drehen können. Wir haben hier eine Fräsung im Holz, dass wir wirklich dieses Tablar wunderbar hin und her bewegen können. Und natürlich auch für die Freunde der Side-by-Side-Lösung gibt es hier eine Lösung für die schönen, eleganten Einbaugeräte. Denn wir haben hier nochmal ein 178er Nischengerät, rein Kühlschrank ohne Frostfach mit
den drei Frischhaltezonen. Ja, und natürlich dann passend dazu der 1,78 große Gefrierschrank. Hier wieder mit den passenden Farben. Auch die Auszüge wieder alle hier an der Stelle passen. Dann noch die Ablagen dazu. Und dieses Gerät auch mit Festwasseranschluss und hier dann entsprechend der Eismaker und passend im Gerät dann halt auch die Zange für die Eiswürfel. Also alles immer gleich passend parat und oben, wie gesagt, keine Klappe, wo man hier dann in das Fach greifen muss, sondern man kann das Fach hier direkt rausholen, kann sich die Sachen rausnehmen, wieder reinschieben und das Ganze hier an der Stelle ordentlich sauber aufgeräumt und passend zu seinem Kühlschrank. Das zum Thema emotionale Kühlgeräte. Mich persönlich begeistert hier an der Stelle nicht nur das Design, sondern auch wirklich die Better-Ausstattung mit den sehr cleveren Lösungen an Türablagen und natürlich, wie gesagt, das Käsebrett, weil ich liebe Käse. Wenn ihr unsere Küchenvideos liebt, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren. Das ist kostenfrei über das Gutzmann Küchenlogo. Über den Link bekommt ihr weitere Technikvideos, die euch bei eurer Küchenplanung helfen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.